Willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Heute wollen wir unser Haus ein bisschen ausbauen und ich habe einen neuen Skin. Einen Banjo-Kazooie-Skin. Also ihr konntet mir eure Skins schicken und das habt ihr getan. Es gab einen Ape-Skin. Also ihr wisst schon aus Oddworld. Und einen Banjo-Kazooie-Skin, das ist der hier. Und den habe ich einfach mal genommen aus Spaß an der Freude. Um Texture-Packs und so kümmern wir uns vielleicht ein andermal. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so den Bock drauf. Es gibt einiges zu tun. Also wir können unser Zuhause ausbauen, das können wir in der Tat. Und es sieht noch schäbig aus. Ich will die ganze Höhle so zu meinem Zuhause ausbauen. Wie machen wir das denn? Am besten einfach mal hier verschönern. Haben wir denn noch Wolle? Oh, einen. Oh, nimm ihn. Die letzte Wolle, die ist wertvoll wie sonst was. Und da haben wir Sticks. Warte. Warte mal, ging das so? Ich weiß nicht mehr. Hundertprozentig, aber so dürfte ein Gemälde gegangen sein. Richtig. Und da haben wir eins. Wo tun wir das hin? Am besten hier. Aber... wie konnte man das nochmal wechseln? Einfach so ausprobieren? Es gab doch den richtig großen... Donkey Kong zum Beispiel. Oder wollen wir das erstmal lassen? Das ist cool. Ja, und wenn ich da noch mehr Wolle finde, dann werde ich mich auch um weiteres kümmern. Da können wir auch direkt mal eine Schere zaubern. Beziehungsweise bist du fertig, Ofen? Jo. Der Ofen ist schon mal fertig. Dann zaubern wir uns eine Schere, die wir dann für den Fall der Fälle dabei haben. Und dann gehe ich am besten mal raus und schaue mir die große weite Welt an. Vielleicht sollte ich noch ein bisschen Holz holen. Jop. Also mit der Timber-Mod macht ja Holzholen Spaß und deswegen werde ich das tun. Rudi, pass auf die Creeper auf und auf die Zombies. Warte mal, welche Uhrzeit haben wir denn überhaupt? Es scheint dunkel zu werden, dann lege ich mich erstmal schlafen. Hallo. Gut, warte ich noch kurz, bis da, aber da oben, das sieht auch ziemlich cool aus und so. Am besten holzen wir die Gegend weg, weil wir wollen uns ja noch nach oben bauen, durch so eine Art, also es wird, ich habe sehr viel vor. Das dürfte kein kurzes Vergnügen werden hier, dieses Let's Play. Nein, ganz im Gegenteil. Ich kann euch zwar keine 600 Folgen versprechen, aber da ist schon einiges geplant. Ja, Rudi. Und tschüss, Mann. Alles klar. Morgenstund hat Kohle im Mund, deswegen... oder Wolle. Morgenstund hat Wolle im Mund. Ja, auch den Aufgang hier, das würden wir viel schöner zaubern. Aber wie? So, wollen wir erstmal da abholzen oder da hinten? Ich glaube, die normalen Bäume, die holzen wir lieber ab als die ganzen Tropenbäume da hinten. Weg damit! Und dann haben wir wenigstens mal ein bisschen Spaß mit dem fröhlichen Holz abschlagen. Und dann werden auch die Blätter verschwinden und dann werde ich mir vielleicht zu gegebener Zeit irgendwo Bäume pflanzen können. Aber erstmal alles weg damit. Weg mit dem Holz. Blub. Ja, also ich werde auch bald wieder updaten. Ich habe jetzt nicht geupdatet, weil ich eben die Timbermod noch drin habe. Und ja, dann nutze ich das am besten aus. Sammle mir ein bisschen Holz und ich habe einiges vor. Ein Bild haben wir jetzt schon gemacht. Ja, so Wegweise würde ich gerne machen. Sammle auch hier die Birke ein. Professor Birke und Professor Eich und Professor Lind. Immer weg mit dem guten Zeug. Gruselig. Da schön mit Ranken. Das sieht sehr nice aus. Da hinten haben wir noch jede Menge Zeug, also sollte es mal knapp werden. Dann wissen wir ja, wo wir hin können. Ja, da glüht die Axt. Die können wir jetzt schon ins Wasser halten. Da zicht sie. Okay. Was zum Gas hier los? Ja, mit der Schere kommen wir hier auch unbeschadet gut durch. Wir können auch die Hecken mitnehmen. Ist das nicht ein Spaß? Ja, das braucht man halt. Das braucht man halt. Ich werde einiges ausbauen. Bleibt am Ball. Ich wollte euch jetzt nicht unbedingt jetzt sofort langweilen mit dem Holz, aber ich tu's. Gut. Dann... ja, ihr könnt alle einen Abflug machen. Ehrlich zu sein. Ja, dann geh halt einfach weg. Hauptsache die Bäume verschwinden.
Ich bin radikal. Kauft euch einen Kasten Bier. Ihr kennt es doch, für jeden gekauften Kasten Bier von der Marke, keine Ahnung, ich weiß nicht welche. Ich weiß es wirklich nicht. Wird irgendein Baum gepflanzt oder so. Das war mal der Fall. Keine Ahnung. Aber ich tue hier gerade dem entgegenwirken. Leute, trinkt mehr Bier. So. Da. Ah. Sehr schön. Einfach, dass der Baum kaputt geht. Dass wir hier mal ein bisschen sehen können. Das dauert natürlich auch ein Weilchen. Da können wir noch hin. Mhm. Und dann haben wir erstmal ein klein wenig Holz. Oder wollen wir noch zu den großen da hinten gehen? Wie viel haben wir denn? Ja, gerade mal ein 64er. Also komm, wir gehen ganz kurz rüber zu den großen. Ich habe mir übrigens noch zwei der drei Brote reingepfiffen, um nicht zu verhungern. Dies musste leider offscreen geschehen, aber ich habe noch ein Brot übrig. So, das sind zwar keine Mammutbäume wie in dem Dschungelbiom in Part 1, aber auf jeden Fall geht da auch schon guter Punk ab. Das sind schon einige. Blub, 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 blub. Sehr schön. Es ist schon ordentlich. Tut mir leid. Bäume sind Leben. Aber wir wollen unser Zuhause bauen. Pilze. Die benötige ich jetzt aber nicht zwingend. So, blub, 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 blub. Steht der Wasser tatsächlich? Ein Wasserbäumchen. Sieh mal einer an. Noch ein bisschen. Kommt drauf an, wie viel Platz wir haben, ja. Ich würde eigentlich noch viel mehr gerne mitnehmen. Ah, hier ist aber auch wirklich sehr viel. Da sind lauter solche Bäume, also lauter Inselgruppen. Voll mit diesen Bäumchens. Immer her mit dem guten Zeug. Ich bin holzgeil. Nein, ich bin nicht geldgeil oder viewgeil. Nein, ich bin holzgeil. So. Muss man nur gucken, dass wir dann wieder nach Hause finden. Kann schon mal ganz schnell passieren. Dass wir hier uns verlaufen. Aber noch habe ich ein klein wenig Orientierungssinn. Man möchte es kaum glauben. Aber dem ist so, möglicherweise. Schnitzel. Obwohl, die können wir auch mitnehmen, wenn wir überhaupt Platz haben. Ja, scheinbar nicht, ne? Scheinbar nicht. Komm, wir gehen zurück. Immer den verschwindenden Blättern hinterher. Dann sind wir schon richtig. So, wollen wir dann ein bisschen bauen? Wegweiser und so ein Kram. Na, 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 na. Können wir die noch mitnehmen? Okay. Alles cool. Warte, warte, warte. Hier ging's lang. Also bislang ist auf der Insel nicht viel los, aber wenn nichts los ist, werden wir etwas losmachen. Hey, Kohle. Na, einfach mal mitnehmen, oder? Wenn die schon hier ist, dann nehmen wir die auch jetzt mal mit. Wir wollen eh das ganze Zeug hier umgraben, also mir schwebt da einiges vor. Ihr mögt vielleicht denken, ach, der kann doch eh nichts, oder das sieht doch eh kacke aus alles hier. Wie sollen es hier was werden? Oh, ich kann nicht mal. So, weg mit den Pilzen. So wichtig sind die auch nicht. Da finde ich Kohle wichtiger als Pilze. Ja gut, da kann man Pilzsuppe mitmachen, also Sachen, aber. Wie dem auch sei. So, gut, 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 gut. Gut ruhen. Da. Ah, okay, ich weiß, wo wir sind. Da, da, da. I'm back in the hood. Da können wir auch mal bald eine Platte dran machen irgendwie und Schalter. Ach ja, das ist schon mal in Ordnung. Rudi, was ist los? Können wir erstmal ein bisschen rein? Weil so viel brauchen wir jetzt im Moment nicht. Aber nur, dass wir mal was haben. Gell, Banjo? Ich zeig's gerne nochmal. Mit epischen Höhlensound. Alles klar. Bauen wir uns hier mal ein wenig zurecht.
unserem brandneuen Wohnzimmer. Der Zugang zur Mine. Das werde ich auch zumauern. Das ist dann nicht mehr mein... Oder warte, wie machen wir das am besten? Ja, vielleicht so hier. Pass mal auf. Hier so eine Tür hin. Am besten noch ein bisschen heimischer. So. So, so, so. Der Eingang zur alten Mine. Und dann haben wir auch mal die Spinnen und so abgedrängt. Also das ist nur... Oh, wie ich einen Stein wegmache, um einen Stein hinzulegen, ey. Holz hin. Wooden Planks. Wooden Planks. Wollen wir noch ein bisschen... Ja, Genie. Glas machen, aber richtiges Glas. Nicht nur, also Scheiben. Haben wir denn noch... ich sehe auf den ersten Blick nichts. Habe ich alle verbaut? What the fuck? Schmeiß halt mal Sand in den Ofen, aber ich sag dir, das geht so nicht. Also wir müssen auch mal rausgehen und Sand holen für ein bisschen Glas. Gut, dann machen wir halt später Glas, ein andermal. Tür. Türen. Komm, mach gleich mehrere, mach drei direkt. Drei. Da sind wir dabei. Tür Nummer drei. Komm schon. Ja, Rudi, ist ja gut, ist ja gut. Ich mach's uns heimisch. So. Ich hätte mir das mit Gläsern und so zwar schöner vorgestellt. Ja, und dann soll die hier hinten jetzt erstmal vor sich hin verrotten, was meint, verrotten zu müssen. Die Spinnen, die Spinnen. So. Tada. Zur Mine. Das passt nicht ins Bild. So, da wollen wir mal nicht so sein. Da da schon unser Zuhause ist. Machen wir erstmal den Aufgang nach oben. Es ist alles so ein bisschen... Man könnte sich wohler fühlen. Vor allen Dingen machen wir einen Aufgang nach oben aus Stein. Wollen wir den aus Stein machen? Das wäre besser an für sich. Wenn da einmal der Blitz einschlägt, dann gucken wir halt aus der Wäsche, du. Aber wir belassen es. Da, 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 da. Weg mit dem Kram. Oh Gott, hoffentlich geht das. Das geht bestimmt nicht. Ja, so schon mal gar nicht. Ich werde heute früh ins Bett gehen. Weil hier ist direkt schon Wasser. Ach, das ist doch blöd gemacht irgendwie. Die Sonne geht unter. Es wird Zeit, sich mal wieder hinzulegen und eine Runde zu chillen. Ja, Rudi ist ja gut. Gut, weiter im Text. Wollen wir ein bisschen was arbeiten. Vor allen Dingen hier hoch. Das ist alles noch nicht so das Wahre. Das ist alles noch nicht so. Mach mal so hier weg. Alles weg damit. Da werde ich mir ein ganzes Zuhause drumherum herbauen. Ihr werdet schon noch sehen, was ich meine. Ihr werdet staunen. Aus welchen Gründen, das sehen wir dann noch. Aber auf jeden Fall, ihr werdet staunen. ja, nee, das müssen wir auch noch wegmachen. Das hat sonst keinen Sinn. Immer direkt die ganze Mauer. Auf der Mauer, auf der Lauer. Das wird unser Flur. Das ist ja nur unser Schlafzimmer bislang. Das wird unser gesamtes Haus. Immerhin bekommen wir dadurch schon mal ein bisschen Stein. Nee, Moment, das war vielleicht nicht so. Ich verstehe. Ne, warte, die machen wir auch weg. Und dann... Ihr werdet sehen. Aber eins könnten wir definitiv noch machen. Warte mal. Wie ging denn ein Schild? Das war doch garantiert so.
Richtig. Nur mal für zwischendurch, damit euch nicht zu langweilig wird. Mein altes Schildchen, warte. Am besten. Ja, gut. Ach, jetzt habe ich das Mikro. Wohnst du noch oder lebst du schon? Gut. Alles klar. Das hatten wir auch schon im ersten, also deswegen. Alles claro, clarissimo. Machen wir auf jeden Fall schon mal so hier. Ein bisschen Aufgang, okay. Dann machen wir eine triumphale Treppe nach oben. Oh, oh, oben. Nächste Steinhacke. Alles noch so. Da geht's Richtung Meer, deswegen ist es ein bisschen nicht so toll. Wenn wir uns das bauen würden, hier so in die Richtung hoch. Aber geht das? Geht das wirklich? Es wird einiges an Bauerei. Versuch's. Versuch macht klug. Mach ich hier erstmal so eine Art Boden. Oh Gott, die können doch gar nicht abschätzen, was ich hier schon wieder Verrücktes vorhabe. Einer falsch gesetzt ist jetzt auch wurscht. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Ich hoffe, da unten war nichts viel. Das könnte sonst ungemütlich werden. Aber da war wirklich nichts. Zubauen, schön machen. So, Wahnsinn. Teufelswerk, hä? Alles weg. Alles weg. Oder erstmal so ein Aufzug nach oben. Ja, ich glaube wirklich so eine, in Klammern, Aufzug. Ja, dann machen wir erst eine andere Idee, die ich hatte. Und zwar krabb ich einfach mal nach oben. Fleißig. Da müssen wir auch mal ein paar Leitern zaubern. Hey Rudi. Leiter gehen wie folgt. Lass mich jetzt nichts Falsches tun. Da und hier und so und dies und das. Ah, immerhin. Ist ja gut, Rudi. Ich hab was vor. Macht euch keine Gedanken, ich hab was vor. Na, 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 na. Das ist ja sogar Kohle. Da lohnt sich das Abschlagen sogar, aber ich wollte hier direkt. Upsa! So, und Leitern dran. Das heißt, ich will einen Weg machen nach oben. Am besten direkt so mit Aussichtsplattform. Hä? Wie wäre das? So, jetzt sehe ich allerdings nicht so viel. What the fuck? Ich habe eine Fackel hin, aber ich sehe trotzdem nichts. Okay, Bug-Alarm. Ah, wie es nervt. Warte. Ja. Aber was ist da los? Ja, die Fackel bringt Dunkel in Zelle, ja. Mal was Neues. Da, na, na, na. Eine kleine Baustelle also. Und das werden wir. Hoffentlich kommt bald Licht oder es fällt wieder eine Kuh auf uns. Ja, alles ist möglich. Jetzt können wir aber doch hier eine Fackel dran setzen, jawohl. Tja, warum das eben ging. Naja. Das ist eine gute Frage. Sehr schön. Affenstark. Und dann erstmal hier ersetzen. Da auch
Und auch. So, habe ich überhaupt noch so viele Wooden Planks? Habe ich noch einen Stack irgendwo? Da! So, gut. Ach so. Aber die Fackel brauchen wir jetzt nicht mehr, denn wir haben die Sonne. Yay. Hi. Das ist ganz okay. Vielleicht sollten wir hier sogar mit Stein arbeiten. Ja. Machen wir es lieber aus Stein oder sollen wir noch was anderes benutzen? Hm. Ich mache es hier draußen aus Stein. Weiterhin. Das heißt, da. Da. Oh, da brauchen wir aber viel Stein. Viel. Haufen Zeug, um genau zu sein. So. Sieht ein bisschen aus wie ein Schornstein, ne? Aber ich will ja auch geschützt sein vor den bösartigen Monstern dieser Welt. Oder so ähnlich. Sehr gut. Psa. Tja, und dann so ein bisschen, nicht so hoch die Aussichtsplattform, aber schon ein bisschen anständig. Ja, jede Menge Pflastersteine. Kommen wir doch noch schnell hoch. Oder was meint ihr? Na. 2. Blub, blub. Blub, blub. Blub, blub. Blub, blub. Aha. Mhm. Aha. Sieht doch gut aus bislang, oder? Ob es gut aussieht, das werden wir dann im Nachhinein sehen. auf jeden Fall soll das keinerlei Verbindung darstellen. Aber es sieht ja echt aus wie ein Schornstein. Ja, das ist halt unser Schornsteinchen. Gefährlich. Ist jetzt schon eine gewisse Höhe, ne? Das kann man nicht bestreiten oder leugnen. Es ist eine Höhe. Aber noch haut sie mich nicht aus den Socken. Na. Ich bin bester Laune, ich hoffe ihr auch. Ja, Leute, das ist Minecraft. Wir werden uns etwas aufbauen, errichten. Ihr seid live dabei. Das war schon ein bisschen zu hoch gebaut für die Leitern, na was soll's. Vielleicht könnte man da sogar noch irgendwo Glas dazwischen setzen. So, das ist... Ja, das ist schon ordentlich eigentlich. Jetzt mal hier so irgendwie. Dass ich auch mal vielleicht aus der Ferne mein... was heißt aus der Ferne? Dass ich auf Anhieb sehe, wo ich zu Hause bin. Ah, der war nicht gut. Wir hatten ja schon einen anderen Turm der Orientierung, aber... Belassen wir es mal mit dem. Ja, die Landschaften sehen gut aus. Jetzt habe ich die ganzen Bäume da abgeholzt. Ansonsten hätte es vielleicht noch besser ausgesehen. Sonderlich viel ist hier nicht, aber ich könnte mir auch vorstellen, hier so eine Bahn zu errichten irgendwie. Oh! Ich habe doch die Taste gedrückt gehabt. Egal, die Sonne geht ohnehin unter. Hat halt nur ein bisschen wehgetan. Aber wir sind hier hart im Nehmen. Dann mache ich noch mal ein paar Leitern hin. Zack, zack, zack. Hier wird's steinig. Ob das überhaupt gut ist, was ich hier mache? Ich weiß es nicht. Ihr werdet es mir in die Kommentare schreiben. Das ist jetzt halt, was mir so spontan einfiel. Toll. Also, rückwärts. Da. Warte mal. Sieht gut aus. Ja, da lässt sich noch einiges zaubern und machen, aber... Wir gehen erstmal in Ruhe schlafen. Eben dachte ich für einen Moment, hier wäre ein Zombie oder ein Creeper, aber nein. Zum Glück nicht. Alles klar, wunderbar. Dann sehen wir uns wieder im nächsten Part. Also Freunde, bis dann und ciao.